Wazytime. Hey Leute, es ist Wazytime. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Yui. Ich bin Sora. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Zumindest mal wieder ein Video. Ja, wir sind wieder da. Tut mir leid, letzte Woche ist viel passiert, sehr viel passiert. Wir waren in einer Art apathischem Dasein gefangen, in dem wir einfach handlungsunfähig waren. Es ist nämlich etwas herausgekommen. Es wurde eine News veröffentlicht, die uns paralysiert hat. Eine Woche lang waren wir zu nichts zu gebrauchen, weil der offizielle Twitter-Account von Haikyuu News gedroppt hat. Und zwar News, die uns überhaupt nicht gefallen. Der offizielle Twitter-Account von Haikyuu hat nämlich gesagt, dass der finale Arc von Haikyuu in 2 Filme gesplittet wird. Das bedeutet, es kam erstmal keine News zu Season 5, aber ich meine auch, wieso, ne? Vielleicht kommt am 23. was zu Season 5, aber viel wichtiger als das ist, es gibt jetzt 2 Filme anstelle dessen. Und unsere Freude war sehr gedämpft, weil uns das ein bisschen schockiert hat. Ich hatte das kurz in Instagram rausgelassen. Ich denke mir so, hä? Von jedem anderen Anime werden so 10 Staffeln produziert. Und ausgerechnet Haikyuu bekommt nur 2 Filme. Hat Overlord nicht schon 5 Staffeln? Ja. Und ich war so schockiert über diese Nachrichten. Ich habe sogar Mathe gemacht und habe mal geguckt, wie viel vom Anime bisher diese Manga-Kapitel aufgegriffen hat. Der aktuelle Stand vom Anime am Ende von Staffel 4.2 ist Kapitel 291. Und insgesamt umfasst Haikyuu 402 Kapitel. Das heißt, die wollen jetzt scheinbar über 100 Kapitel in 2 Filme pressen. Die Filme heißen ja auch irgendwie Final oder so. Das heißt, es ist wirklich das Finale. Es ist das Ende. Es ist das Finale. Und es ist halt mega intransparent, weil nachdem die News gedroppt sind, das Internet ist halt ausgerastet, weil keiner wusste, was jetzt Sache ist. Und die erstmal nur so, oh, wir warten jetzt bis zum 23. Ja. Bis dahin. Die chillt einfach hart ihr Leben. Wir wollen Haikyuu-Content, wir wollen vernünftigen Haikyuu-Content. Bitte, bitte keine Filme, die so durchwaschen und keinen Bestand haben und es diesem Haikyuu-Meisterwerk einfach nicht gerecht wird. Davor habe ich wirklich am meisten Angst, weil es passiert ja noch so viel. Ja, es passiert noch so geilen Shit. Ganz ehrlich, willst du meine Verschwörungstheorie dazu hören? Oh ja, liebend gerne. Es ist Zeit, setz die Aluhüte auf, es ist Verschwörungszeit. Ich glaube, die wollen die Manga-Verkäufe ankurbeln. Aber verdient man mit dem Anime nicht mehr als Manga? Manga benutzen die doch als Toilettenpapier. Ja, wahrscheinlich schon. Das bringt mich zu meiner zweiten Theorie. Es ist nochmal Verschwörungszeit. Was ist, wenn Fudodate, also der Creator von Haikyuu, der Mangaka, wenn der gar kein Mitspracherecht mehr am Anime hat? Und das fände ich so schade. Deswegen gerade so eine Scheißrichtung ansteuert. Man kann halt überhaupt nicht einsehen, wie das alles eigentlich hinter den Kulissen aussieht. Aber ich kann es mir nur so erklären, dass einfach, wenn du so ein Werk erschaffst, wirklich, Haikyuu hat ja auch 9 Jahre gebraucht, bis es fertig wurde. Ja. Dann hast du ja so eine kranke Liebe dazu. Das ist ja, das ist ja dein Baby so. Als ob du dann willst, dass das irgendeine Anime. Ich schwöre, da ist gerade ein Bild. Ich habe eine Verschwörungstheorie. Da ist gerade ein Bild von der Wand gefallen. Als ich das gesagt habe oder davor? Davor, während ich erzählt habe. Ich glaube, ich bin da was auf der Spur und direkt berühre nicht, dass ich es weiß. Oh mein Gott. Ja, die Verschwörungstheorie habe ich gerade vergessen. Hast du eben nochmal gesagt? Die Regierung, ne? Davor Regierung. War irgendwas. Davor war aber noch irgendwas. Nee, die haben dein Gehirn jetzt. Damit Scheiße. Die sind gerade vorbeigekommen, haben mein Gedächtnis gelöscht und ist wieder weggegangen. Ja. Scheiße. Ich hätte auch noch eine Idee, eventuell. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Fudodate selber gesehen, wie unglaublich schlecht Season 4 aussah und hat ein besseres Gefühl bei den Filmen, dass die Qualität da einfach ständig gut ist. Weil die Anime-Produktion an sich, also diese Staffeln zu produzieren, einfach so zeitaufwendig sind, dass sie gar nicht hinterherkommen. Ja, aber weißt du, was ich da auch nicht verstehe? Was denn? Warum machen die da nur 2 Filme? Also wenn sie sowieso mehr als einen Film machen, dann können sie auch irgendwann 3 machen. Ja, hätten die echt so, als ob irgendeiner nach einem Film, wenn der sich dann noch einen zweiten reinzieht, nach dem zweiten, dann sagt, nee, ein dritter ist mir jetzt zu viel. Weißt du, Japan organisiert Events wie dieses, wo Spieler der japanischen Nationalvolleyballmannschaft in so einer Sporthalle, in so einem Haikyuu-Setting Volleyball spielen und man Zusatzinfos zu Haikyuu kriegt und so richtig süße Sachen und alles, was Ausländer übrigens nicht nachträglich sehen können, weil wir Ausländer sind, wir sind Abschaum. Und gleichzeitig wird dann auf den eigentlichen, auf das Kernprodukt, so ich könnte mir vorstellen, der Anime ist noch deutlich populärer als der Manga, dass da darauf dann so richtig geschissen wird. Und es ist irgendwie wie bei Pokémon, dass die sich einfach denken,
die Leute konsumieren es eh. Und alles auf den Nacken der Mitarbeiter und den Konsumenten. Das ist ja jetzt kein Hate an irgendeinen, der an der Staffel mit animiert, mit produziert. Nein. Das ist einfach nur reinste Kritik an der Führungsebene, weil das einfach geldgeile alte Säcke sind. Was wir noch gar nicht gesagt haben, woher wir das Ganze auch überhaupt wissen, es war ja nicht nur ein Textpost, der auf Twitter veröffentlicht wurde. Es kam ja auch ein Trailer dazu. Der wunderschöne Trailer. Das war ein richtig guter Trailer. Also, der hat einfach alles, so viel Inhalt passiert. Wirklich. Ne? Also, das war richtig gut. Richtig viel Mühe gegeben. Einfach voll, ein paar alte Sequenzen genommen, von den anderen Staffeln zusammengetan, die wichtigsten so Sätze raus. Und dann ein paar Manga-Panels von dem neuen, 3 Stück oder so. Genau. Hinata chillt am Sand, fertig. Ja, und ganz am Ende dann noch so ein Artwork von Hinata. Ja. Ein bisschen rangezoomt, ein bisschen weggezoomt, richtig crazy Effekte. Wenn ich das mit Bleach vergleiche, den Trailer, das ist einfach Dimension weit entfernt voneinander. Aber Leute, wir müssen jetzt mal ruhig bleiben. Wir als Konsumenten sind super privilegiert. Wir sehen und fressen nur das, was wir dann bekommen. So. Was? Genauso wie ich das meine, sage. Das war jetzt deep. Wir sind die Konsumenten. Natürlich freuen wir uns über alles, was mit Haikyuu zu tun hat, was rauskommt. Wir lieben Haikyuu, aber Kritik zu haben ist immer noch auch richtig und man soll nicht immer alles fressen. Genau so ist das ganze Problem doch erst entstanden. Die feiern einfach alles ab. Ja, weil die wissen, dass die Fans es eh gucken werden. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, wir kritisieren nicht die Arbeit, die gemacht wird von den Leuten, die das aufgetragen kriegen, von der geldgeilen Führungsebene. Ja. Das ist reinste Kritik an diesem ganzen Corporate-Scheiß. Mhm. Ja, weil das System muss besser laufen. Ja, und bei der Recherche, weil wir natürlich einfach jetzt herausfinden wollten, ob Season 5 jetzt wirklich durch 2 Filme ersetzt wird, sind wir auf einen anderen YouTuber aufmerksam geworden, den lieben Miro. Der hat nämlich auch über diese ganze Thematik gesprochen. Und einen Link zu seinem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, der fasst das eigentlich echt ziemlich gut zusammen. Und wir regen uns nur auf. Und uns ist halt irgendwie auch aufgefallen, die ganzen Kommentare, die dann von der Community aus veröffentlicht wurden, dass auch sehr, sehr viele Leute gar nicht zufrieden damit sind, dass die Filme jetzt kommen, dass die Geschichte gewasht wird, dass das gesplittet wird in 2 Filme. Und das finde ich jetzt super interessant, weil ich bin jetzt neugierig darauf, wie die mit diesem, das ist ja kein Hate, aber mit dieser Kritik umgehen und ob die vielleicht doch noch irgendwas ändern. Glaubst du das? Oder ziehen die einfach durch? Ich glaube, die ziehen durch. Und ich finde es auch schön, wie sich die Kritik inzwischen gewandelt hat. Mhm. Ich weiß noch, nach Season 4.2, da war Twitter einfach voller Memes von einzelnen Frames der Staffel. Wie scheiße das einfach manche aussehen. Ja. Dieser Nishinoya-Frame, oh mein Gott. Oh shit, oder das Atsumo. Haben sie dem armen Jungen nur angetan. Da würde ich sogar sagen, okay, wenn wir safe Filme bekommen, ja, es ist sad wegen dem Storytelling, aber die Grafik ist wenigstens super. Um den Kreis mal zu schließen. Ich weiß nicht, wie der Kreis angefangen hat, aber um ihn mal zu schließen. Also was ich besser gefunden hätte, ist ja jetzt kein Spoiler. Es gibt ja irgendwann einen Timeskip. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn alles, was in diesem Timeskip passiert, wenn das einfach in einem Film verarbeitet wird. Aber alles bis dahin vielleicht als Serie mit einzelnen Folgen. Alles in dieser Serie hat bisher zu diesem Match zwischen Nekoma und Karasuno geführt. Und jetzt sagen sie einfach, sie wollen das in einem Film rausquetschen und dann auch noch diesen ganzen Timeskip-Stuff. Wie wollen sie das machen? Ich denke mal, meine Einschätzung ist so, dass Season 5 kommt, also das Match gegen Nekoma wird safe als Season 5 verpackt. Da bin ich mir irgendwie sicher, auch wenn das jetzt noch nicht angekündigt ist, aber es kommt bestimmt dann Ende August. Und das danach kommt, wird auf jeden Fall in diese Filme gepackt. Wenn dieses Video rauskommt, 2 Tagen, wissen wir mehr. Ja, stimmt. Und bis dahin, was wir uns fragen, wie seht ihr das Ganze überhaupt? Findet ihr es gut, dass anstelle einer vielleicht lieblosen Staffel eher 2 gut produzierte Filme kommen? Wie seht ihr es? Schreibt mir in die Kommentare. Yes, freut ihr euch nicht drauf? Findet ihr das sogar gut? Kann ja sein. Weißt du, was ich für Season 5 echt und die Filme echt hoffe? Was denn? Dass Oikawa gar nicht mehr vorkommt. Ich hasse den. Das wäre so scheiße. Wer Oikawa ist nicht dabei? Wir wissen übrigens noch nicht, wann das nächste Video kommt. Nächste Woche. Es könnte sich eventuell etwas verzögern, da wir auf der Gamescom sind einen Tag. Ja, und Freitag. Es kommt natürlich wieder ein Vlog dann auch. Die brauchen nur immer ihre Zeit, weil wir im Vergleich zu gewissen Haikyuu-Produktionsstudios nicht einfach irgendeine Scheiße rauskacken wollen. Wenn ihr wissen wollt, wann es kommt, folgt uns einfach auf Twitter. Hey, da erfahrt ihr es zuerst. Oder auf Instagram oder
abonniert uns hier. Also Leute, wer es noch nicht getan hat, der sollte das vielleicht tun. Mm. Oder aktiviert einfach die Glocke, weil dann kriegt ihr auch so eine Benachrichtigung, wenn das neue Video kommt. Richtig. Ich habe mich noch nie mehr wie ein YouTuber gefühlt. Bitte kauft mein Merch. Hab kein Merch. Naja, Leute, ein Weeb zu sein bedeutet, Kritik äußern zu dürfen, auch wenn es euer Lieblingsanime ist. Das sind weise Worte, Leute. Mach's gut. Ciao. Tschüss.